Seit wann zeichnest du? Also ich zeichne eigentlich schon so lange, wie ich erinnern kann, von klein auf. Habe aber dann wirklich erst professionell zum Comiczeichnen 2010 angefangen. Also mein erstes Comicheft ist 2010 erschienen. Wie bist du zu Graphic Novels gekommen? Durch den Amaltea Verlag. Da haben wir einige spannende Buchprojekte schon gemacht. Der Blöde und der Gescheite, die besten Doppelkonferenzen, ein Kabarett-Comicbuch, den Herrn Karl mit Christian Qualtinger und die Sissi, die unsterbliche Kaiserin. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf dieses Projekt. Was bedeuten sie für dich? Für mich bedeuten Graphic Novels die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. In diesem Fall eine Lebensgeschichte, ein Lebenswerk, das Lebenswerk von Falco. Und dadurch Emotionen auch zu erzeugen. Also man kann auch experimentieren im Zeichenstil. Das ist der große Luxus der Graphic Novel. Und einfach Menschen bewegen damit. Warum Falco? Falco ist eine österreichische Kultfigur. Er ist der Popstar, international bekannt durch seinen Song Rock Me Amadeus. Er ist also wirklich das größte Kaliber, das Österreich zu bieten hat. Sein 60. Geburtstag naht. Das heißt, ich finde es unbedingt wichtig, sein Leben daher in Comicform wieder zu erzählen. Also Höhepunkte seines Lebens natürlich und auch Tiefpunkte, die Schattenseiten und die positiven Seiten auch. Ne? Was verbindet dich mit Falco? Falco hat immer sehr gern österreichische Themen verwendet. Er war sehr verwurzelt mit Österreich, hat auch eben einen sehr guten österreichischen Schmäh gehabt, wie man so schon sagt. Und das hat mich einfach immer schon fasziniert. Er hat irgendwie die Bodenhaftung trotzdem behalten, trotz seines Erfolges.